Ja, Leute, was geht? Was soll das denn jetzt? Was? Ganz, ey, ganz ehrlich, sowas kann ich nicht haben, okay? Guten Tag, liebe Patientinnen und Patienten. Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir helfen helfen. Mit an meiner Seite das kompetente Team von Wir helfen helfen. Einmal Dr. Professor Manuel. Tag, Leute, guten Tag. Unser Experte Mo. Und leider immer noch unser Leute, Hausmeister kann ich Ihnen noch Lukas. Weiterhelfen, dann müssen Sie einfach um 18 Uhr noch. Was hast du gesagt? Lukas, Lukas, bitte. Du, da hat's gerade in der Praxis geklingelt. Lukas, du bist der Hausmeister, du hast nichts am Tresen verloren. Leute, falls ihr Wir helfen helfen noch nicht kennt, schreibt uns jetzt wieder Kommentare in die Kommentare. Lukas, du hältst jetzt die Fresse, sonst move ich dich komplett raus, ist das klar? User was moved out of the Er wollte nicht hören. Schreibt uns wieder Kommentare in die Kommentare mit Hashtag Wir helfen helfen, meine Freunde. Eure Probleme geschildert, ganze Sätze bitte und nicht nur einzelne Wörter. Dann helfen wir euch im nächsten Video. Pommes Master 07 schreibt, Milz ist der Gift. Wie soll ich da meine Kollax essen, du Hundesohn? Meine Kollax? Ja. Meine Kollox. Okay, ja. Ja, Pommes Master, ich kann dir da tatsächlich nur Folgendes empfehlen. Deine Kollox kannst du dich wahlweise auch mit Abführmittel, Bleiche, Toilettenwasser, ganz kurz Lukas, Rohrreiniger oder anderen Chemikalien runterspülen, die nicht giftig sind. Ansonsten hat Manuel ein super geiles Rezept dafür, wie man seine Kollox am besten morgens zubereitet. Also, die Sache ist, du hast mir jetzt schon viele Sachen vorweggenommen. Ja. Aber mein Leibgerecht ist nämlich Kollox. Dein Leibgerecht. Leibgerecht, ja, nicht mein Leibgerecht, sondern nur mein Leibgerecht ist Kollox. Zusammen mit Natronlauge und einem kleinen Schuss Salzpetersäure. Salpeter meinst du? Nein. Nee, Salz. Mit Salz schon. Salz. Nicht Salzpeter. Salzpeter. Das ist Salz von Peter. Wer ist der Salzpeter, Alter? Lukas, möchtest du auch noch was dazu sagen? Halt die Fresse. Machen wir weiter mit dem nächsten Problem von Manuel. So, Leute, jetzt kommen wir zu dem Problem, was sich auch wirklich mit dem deutschen Krankheitssystem stark beschäftigt. Und zwar von Wunderhake 3000. Hashtag, wir helfen, helfen. Wenn ich im Auto kotze, bezahlt das keine Krankenversicherung. Was kann ich tun? Was? Kotzen neben das Auto. Also, ich als angehender Versicherungsbesitzer, ja, ich bin Arzt und werde auch bald meine eigene Versicherung aufmachen und auch Seminare verkaufen, Leute. In der übernächsten Folge gibt es dann einen Seminarlink in der Beschreibung, da könnt ihr für 60 Euro 5-minütige Teamspeak-Sessions mit Schwachsinn-Seminaren bei uns buchen, Leute. Kann ich dir nur eins empfehlen, ja? Ja. Wenn... Wenn du nicht ins Auto kotzt, sondern direkt da, wo deine Versicherung sich befindet, sprich direkt in der Versicherung selber, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass deine Versicherung dich rauswirft und du dir eine neue suchen kannst, welche dann die Behandlungskosten fürs ins Auto kotzen übernimmt. Ganz klar. Alles gut. Lukas, möchtest du irgendwas dazu sagen? Ja, das war super, Lukas. Lukas, du bist echt, also mehr ganz davon. Ehrlich, ich glaube, in der nächsten Folge tauschen wir Lukas einfach durch ein Stück Holz ab. Was war das gerade? Mein Creeper ist explodiert. Mann, Mann. Mit dem Stück Holz und lustiges Gesicht. Lukas, du bist dran. Komm. Ich habe den Link raus von Logic Trust. Und zwar schreibt der Hashtag, wir helfen, helfen. Mein Glied steckt im Toaster fest. Ja, wo ist das Problem? Ja, sein Glied steckt fest. Ja, aber Toaster. Wo ist das Problem? Ich weiß ja nicht, ob es bei dir normal ist. Lukas, es ist warm und angenehm. Wo ist das Problem? Lukas, wenn du darin ein Problem siehst, dann versuch doch mal die Lösung herauszufinden. Komm, schilder mal. Wenn man es jetzt in diesem Blickwinkel mal betrachtet, ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Denn eine Genugtuung. Du musst mal so sehen. Erstens, er wird warm gehalten. Zweitens, du hast einen sicheren Metallkäfig um dein Glied herum, welcher dein Glied vor äußeren Einflüssen schützen kann. Drittens, der Strom, der durch die Toastermembran an dein Glied übertragen wird, ist wohltuender Balsam für deinen Körper und hilft deinem Glied bei der Muskelregeneration und beim Training. Viertens, wenn du ganz gut bist und ihn wieder rausbekommst, Manuel, bitte, wenn du ihn wieder rausbekommst, ist der knusprig braun und viel leckerer zum drauf rumkauen, ne, Lukas? Und man kann Käsescheiben mit reinwerfen, dann wird er überbacken. Das ist doch voll geil. Leute, ne? Manchmal wärmt man halt das Abendessen für seine Freundin einfach im Toaster auf, ne? Ja. Manuel, das haben wir jetzt tatsächlich so nicht drin gelassen. Nee, das hat er jetzt nicht gesagt, Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Problem von KiwiMango02. Meine Katze raucht ein wenig, nachdem ich sie aus der Mikrowelle geholt habe. Wie kann ich sie vom Rauchen abhalten? Ich würde sagen... Nikotinpflaster, Leute. Ganz klar. Nikotinpflaster. Ohne Witz, dann hört die auf. Ansonsten noch Snooze.
Gruß aus Schweden, dann ist safe. Also ich würde tatsächlich auch sagen, ja, Lukas, erzähl. Ja, oder Nigoretsche Zigarette. Ja, ich könnte dir aber auch Folgendes empfehlen. Wenn deine Katze wirklich nur raucht, nachdem sie aus der Mikrowelle gekommen ist, ja, scheint das Problem eventuell gar nicht der Zigarettenkonsum deiner Katze zu sein, sondern vielleicht sogar das angesenkte Fell deiner Katze, nachdem sie in der Mikrowelle gewesen ist. Oder im schlimmsten Falle geht deine Katze in die Mikrowelle, um zu hotboxen, dann hat sie ein ernsthaftes Problem. Und dann würde ich wirklich schauen, ob deine Katze nicht eventuell zur Suchtberatung gehen kann. Und auch da gibt es wieder ein Problem von. Ein Seminar von WiFi D, welches den Namen trägt. Ich fress so viel, wie kann ich damit aufhören? Ich hab's einfach einmal hochzuhalten. Ich hab's auch nicht geschafft. Mo, bitte, beruhig dich. Oh Gott, können wir vielleicht. Mo, bitte halt den Mund jetzt einfach. Lukas, du bist dran mit deinem Problem. Ja, machen wir weiter mit Sprich. Nebu, er schreibt: Mein Problem, beim letzten Wir helfen, helfen lief keine einzige Werbung. Obwohl ich dieses Format nur schaue, um die neuesten Angebote zu bekommen. Was kann ich tun? Riecht ihr das? Das riecht nach einer fundierten. Ja, Expertenmeinung. Mo, bist du da? Bei mir riecht's auch scheiße. Hallo? Hallo, Mo? Guten Tag. Hast du das Problem noch mal ganz kurz, Lukas, für Mo? Ja, und zwar. Hallo? ganz kurz. Beim letzten Wir helfen, helfen lief keine einzige Werbung, obwohl ich dieses Format nur anschaue, um die neuesten Angebote zu bekommen. Mir ist so warm. Ich glaube, ich trinke was. Um die neuesten Angebote zu bekommen. Mo? Mo? Ich glaube, ich trinke was. Mo? Ich bin nass. Fuck. Alter. Ich muss kurz föhnen. Was ist das für ein Format? Was tun wir hier? Was tun wir hier? Ups, ich bin nass. Dr. Mo? Mo? Ja, doch. Manuel, dann diskutieren wir jetzt noch 4 Minuten über dein System, Problem, damit wir über 10 Minuten kommen, ganz klassisch, damit ich auch die Werbung schalten kann, die ihr so fordert. Manuel, beginne. Ja, warte, ich möchte ein bisschen um den heißen Brei rumreden, Problem. Das Problem ist nämlich nicht so groß, deswegen muss ich ein bisschen Zeit aufwenden, natürlich, damit das ein oder andere gute Produkt genau jetzt in diesem Moment angezeigt werden kann. Und zwar fangen wir an, nachdem diese Werbung lief, aber jetzt kommen wir wirklich dazu, von HCN. Mhm. Bin 19 Jahre alt und meine Scheiße ist flüssiger als meine Pisse. Help. Bitte? Doch normal, oder? Er ist 19, also wir haben schon mal die wichtigen Ad-Daten bekommen. Er ist 19 Jahre alt, das reicht uns auch schon. Warte, können wir ganz kurz eine Werbepause gerade hier machen? Lukas, nein. Ich möchte ganz kurz sagen, dass es wirklich im Alter von 19 komplett normal ist, dass dein Urin flüssiger, fester ist als deine Kotausscheidung. Nun kann ich dir dafür mehrere Tipps geben. Erstens, eventuell solltest du anfangen, feste Nahrung zu dir zu nehmen und nicht nur Wodka zum Frühstück zu trinken. Zweitens, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, sich einer sogenannten Säuberung der Harnröhre zu unterziehen. Diese kannst du selbstständig mit einem Pfeifenreiniger durchführen oder fachmännisch von Lukas' Mutter hinter dem Bahnhof erledigen lassen. Lukas, du hast kostet 15 Euro. Lukas, du hast doch bereits mehrere Erfahrungen, Lukas, bezüglich der angesprochenen Problematik mit dem etwas dünneren Ausscheidungen des Afters. Lukas, berichte. Nee, bei mir war es ein bisschen andersrum. Mein Urin war leicht klumpig. Weiß nicht genau, was das war, aber war nicht sehr angenehm. Und meine Ausscheidungen, also mein großes Geschäft war sehr, sehr groß. Also mit großen Dingen kennt sich Revi ja nicht so aus. Aber ich würde dir sagen, nimm da einfach Abführmittel. Davon wird nämlich dein Code fest. Und Lukas, okay. Ja, Lukas. Das Abführmittel musst du mir mal empfehlen. Ich wollte gerade sagen, Dr. Manuel, sehen Sie nicht auch, dass Lukas seine Promotion zum Doktor niemals hinbekommen wird, wenn er weiterhin solche Lügen erzählt? Lukas, es tut mir leid. Üb jeden Abend. Ja. Und es kommt nichts dabei rum. Super. Ich würde dir abschließend nur empfehlen. Was ist das hier für Geräusche? Ach so. Ich hab nur genervt. Ich würde dir abschließend empfehlen, iss eine Menge Kohlrabi und Brot, eventuell Kartoffelchips. Nimm so viel feste Nahrung zu dir, wie es nur geht. Trink ausreichend Wasser. Ich kann euch nur empfehlen, Leute, genügend trinken ist wichtig. Ja, Alkohol zählt nicht dazu. Kleiner Spaß am Rande. Und das letzte Wort hat an dieser Stelle unser werter und geschätzter Kollege Manuel. Manuel, bitte. Ich habe jetzt das letzte Wort, ich bin ein bisschen damit überfordert. Ja. Das waren mehrere Wörter jetzt schon. Manu, ich habe dir ein Wort gegeben.
Tschüss. Leute, das war's von diesem Video. Schaut unbedingt vorbei, kauft unsere Seminare. Schaut bei Mo und bei Manuel vorbei. Lasst einen Daumen nach oben. Hört doch gerne meine Folge auf meinem Kanal. Alles gut, haut da rein. Es gibt jetzt auf jedem Kanal eine separate Folge zu sehen, die anders ist als diese hier. Also checkt sie auf jeden Fall aus. Die Links in der Beschreibung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Kuss aufs Auge, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.